Herzlich willkommen, meine Damen und meine Herren, zu Ihrem Mick Knauf Daily direkt jetzt zu Wochenbeginn. Ja, was soll ich sagen? Auch heute muss ich natürlich ganz klar mal wieder mit dem Thema Coronavirus anfangen. Es hat halt eben natürlich jetzt mittlerweile weltweite Auswirkungen. Und das sehen wir natürlich relativ deutlich auch bei den Börsen, bei den Indizes. Der DAX am Freitag nochmal um 3,3% abgerutscht auf mittlerweile 11.541 Punkte. Das war auf Wochensicht dann nochmal ein Minus von 2,9%. Und auch in Amerika sieht es nicht wesentlich besser aus. Der Dow Jones bei 25.860. Gut, da war das Minus nicht so hoch, nur 1%, aber wir sehen auch, das Barrel Öl Brent geht runter auf nur noch 46,01, ein Verlust am Freitag von 8%. Ja, es gibt keine Entwarnung beim Thema Coronavirus. Mittlerweile haben wir seit gestern, das ist am Sonntag festgestellt, vom Robert-Koch-Institut 847 getestete Fälle in Deutschland, also Erkrankte. Ja, und jetzt geht man natürlich davon aus, dass sich dieser Trend tatsächlich weiter fortsetzen könnte. Ja, wir hören ja schon in Italien, Norditalien ist abgesperrt und der österreichische Kanzler Sebastian Kurz sagt ganz klar, es werden weitere drastische Maßnahmen folgen. Ja, und in die gleiche Kerbe schlägt ja auch unser Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der natürlich, um eine Ausbreitung zu verhindern, jetzt große Konzerte, eventuell sogar die großen Fußballspiele absagen möchte. So, dass halt eben auch auf einen Schlag 30, 40, 50.000 Menschen zusammenkommen. Vielleicht ein Weg tatsächlich, um die weitere Eskalation im Rahmen des Coronavirus einzudämmen. Ja, meine, die USA unternehmen weitere Schritte. Donald Trump hat gesagt, 8,3 Milliarden US-Dollar pumpt er dementsprechend hier in Forschung und Entwicklung eines Impfstoffes hinein. Ja, und wir warten natürlich darauf, was die Notenbanken tun. Ja, die US-Fed hat ja schon geliefert, 0,5% hat man den Zins gesenkt. Aber man muss dazu sagen, diese Zinssenkung, die ist im Markt tatsächlich verpufft. Ja, umso spannender dürfte es dann diese Woche Donnerstag werden, wenn Christine Lagarde, Madame Euro, tatsächlich hier das erste Mal mit der EZB dann um das Thema Coronavirus sprechen wird. Auch hier geht man davon aus, dass es weitere Lockerungsschritte in der Geldpolitik gibt. Naja gut, dass der Zins dementsprechend, der Minuszins von 0,5 auf 0,6% fällt, scheint schon ausgemachte Sache zu sein. Ja, und man hätte halt eben noch die Möglichkeiten, die Anleiheankaufprogramme zu erweitern von jetzt aktuell 20 Milliarden Euro auf dann sogar bis zu 80 Milliarden. Ja, das wäre natürlich schon heftige Schritte. Ja gut, dass wir das erste Quartal natürlich hier 2020 abschreiben können für die Firmenbilanzen der meisten großen Unternehmen, das ist natürlich ganz klar. Aber ich denke, dass wir da erst verlässliche Indikatoren tatsächlich erst im April bekommen werden. So lange wird der Markt, meine Damen und Herren, nach wie vor unruhig werden, das heißt rauf und runter gehen. Wir benennen sowas ja als Volatilität und auch Schritte unter die Marke von 11.000 bei 10.800 sind durchaus möglich. Da haben wir noch eine Unterstützungslinie drin liegen, aber auch die könnte, sollte das Thema Coronavirus uns länger beschäftigen als gedacht, natürlich relativ schnell fallen, sodass wir auch die Marke von 10.000 irgendwann mal durchbrechen könnten. Ja, es wird zwischendurch immer wieder Tage geben, an denen wir Erholung sehen, aber de facto denke ich doch, dass wir hier noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen sind. Ja, vor allen Dingen, wenn wir hören, Chinas Außenhandel hat bereits jetzt Januar, Februar um 11% Einbrüche zu verzeichnen gehabt. Das betrifft natürlich auch uns. Klar, als Exportweltmeister hängen wir natürlich sehr, sehr eng mit China zusammen. Kommen wir aber auf die kommende Woche. Wir haben noch ein paar Zahlen, sogar drei DAX-Unternehmen. Die Frage nur, inwieweit da halt eben die Quartalsberichte tatsächlich noch wahrgenommen werden, weil der Virus überschattet halt eben momentan alles. Ja, am heutigen Montag dann Zahlen von Siltronic. Dann geht es morgen weiter mit der Deutschen Post. Auch der Kurs ist ordentlich eingesackt, wie halt eben der komplette Gesamtmarkt. Dann haben wir morgen noch Zahlen von Symrise, von Uniper,
Ja, und von Schaeffler. Ja, Schaeffler als Automobilzulieferer leidet natürlich unter den neuen Regulierungen, leidet aber auch natürlich ganz klar unter der Abstrafung des kompletten Automobilmarkts. Ansonsten kriegen wir weiter am Mittwoch Zahlen von Adidas. Ja, auch Adidas und Nike müssen gerade in China natürlich vehemente Verluste hinnehmen, weil halt eben hier nicht ordentlich geshoppt worden ist, weil halt eben sich niemand auf die Straße traut, weil man hier Produktionsstellen hat zuerst einmal ruhen lassen müssen. Also auch diese Zahlen natürlich interessant. Auch der Kurs von Adidas hat natürlich sehr gelitten. Dann am Mittwoch noch Zahlen von Lanxess und der Hannover Rück. Am Donnerstag dann RWE. Ja, der Versorger hat sich sogar noch relativ gut geschlagen. Was man dann von Fraport, die präsentieren auch Zahlen am Donnerstag, nicht unbedingt sagen kann. Klar, der Frankfurter Flughafen steht da ja natürlich immer wieder auch im Fokus. Und wenn schon die Lufthansa die Hälfte aller ihrer Flüge streicht, ja, da wissen wir, da haben wir natürlich auch ein geringeres Aufkommen am Frankfurter Flughafen selber. Weiterhin am Donnerstag Kali und Salz, K&S und dann noch zwei Unternehmen aus den Vereinigten Staaten, Adobe und Broadcom. Am Freitag abschließend dann Generali und die RTL Group. Also jede Menge los auf der einen Seite, wichtigster Termin, aber sicherlich der Donnerstag. Christine Lagarde, Madame Euro, wie wird sie das Thema mit der Europäischen Zentralbank, das Thema Coronavirus dementsprechend anfassen? Das sollte also der wichtigste Termin die Woche für die Börsianer sein. Ansonsten, meine Damen und Herren, ich habe es Ihnen gesagt, es ist und es bleibt unruhig, es bleibt nervös, es bleibt volatil. Bleiben Sie aber bitte ruhig und fangen Sie, wie gesagt, nicht an, in Panik zu verkaufen. Da rate ich Ihnen jetzt schon seit 2, 3, 4 Wochen mittlerweile von ab. Das ist total unnötig, denn so tief wie die Märkte auch runterfallen, auf der anderen Seite, wenn die Erholungswelle wieder kommt, gehen Sie dann auch wieder relativ schnell nach oben. In diesem Sinne, bitte bleiben Sie mir gesund. Passen Sie auf sich auf. Wir sehen uns dementsprechend am Mittwoch wieder.